German Television. Ja, warum haben wir das jetzt auf einem Computermonitor stehen? Man könnte auf diverse Ideen kommen. Hier ist einmal der Tristan. Grüß dich, Tristan. Guten Tag. Du hast ein tolles Programm, das heißt Adobe irgendwas. Damit hast du unser Logo vektorisiert, glaube ich, gerade eben, oder hast es rausgeschnitten? Genau, Illustrator vektorisiert und jetzt quasi im SolidWorks, also in unserem Standard-CAD-Programm, einfach mal auf eine Platte gesetzt, wo wir es dann später ausschneiden können. So, jetzt kam ich und habe gesagt, ausschneiden. Neben mir ist der Tobi. Grüß dich, Tobi. Hi, grüß dich, Sven. Wir sind bei 4B24. Richtig, ja. Ich zeige es mal gerade, da oben steht Wix-Kiste, dass wir das Ganze mal sehen. Ja. Denn ihr macht ganz verrückte Sachen. 4B24 ist in Hasloch im Spessart und wir sind gerade in der Kreativabteilung. Ihr designt Fahrzeuge. Richtig. Und da sind mehrere Leute natürlich ganz wichtig. Unter anderem der Kollege da hinten, der den Plasmaschneider bedienen kann. Das ist der? Josch, da sitzt er. Ja, ja, warte mal, ich komme mal kurz rum. Was hast du gelernt eigentlich? Bitte? Was hast du gelernt damals? Ich habe Maschinenbau studiert. Maschinenbau studiert, ja. Fertig. Ja, wirklich. Und wo? In Hasloch, ja. Nein, in Heilbronn, an der FH. In Heilbronn. Wenn du mal kurz beschreibst, was ist Maschinenbau? Alles Maschinenbauen, also von Fertigungstechnik, Drehen, Fräsen bis Konstruieren, was ich dann auch ein bisschen vertieft hatte im Studium. Aber geht von irgendwelchen langweiligen Anlagen bis in den Fahrzeugbau hinein, also von A bis Z. Wann hast du gemerkt, dass du Handwerker bist? Mit 16 oder 17, wo ich mein erstes Moped gekauft habe. Da ging es los. Was war das für ein Moped? Eine Simson S51. Du kommst aus dem Osten? Nein, aber ich fand das Ding cool, weil es darf 60 fahren. Offiziell 60? Ja, Bestandsschutz. Das ist cool. Nee, da ging das so los. Man merkt, man will was mit den Händen machen. Es macht Spaß, auch selber irgendwie was, seine Kreativität auszuleben und so weiter. So, er hat gerade eben gesagt, wir schieben was auf ein Plasma. Genau. Das ist die Anweisung zum Beispiel ein Werkstück vorbereiten, oder? Genau, wir haben ja einen relativ hohen Fertigungsgrad hier selber und haben einen großen CNC-Plasmatisch. Und wir schieben jetzt Rahmenbauteile, Platten, genau, Konstruktionsplatten. Ne? Vielleicht kannst du mal was aufmachen, müssen wir da mal reingucken. Ja. Geh mal ein Stück weiter weg. Währenddessen ist er schon dabei, der Tristan. Tristan hat nämlich gesagt, ich brauche eine kreative Lösung. Ich komme direkt. Ich brauche eine kreative Lösung, damit das geht, zum Beispiel nicht durchfällt, wenn du es rausschneidest. Ja, genau. Wir haben ja im Plasma immer das Problem, dass wir für Schriften Sonderschriften brauchen, die wir komplett auslasern können, ohne dass einzelne Teile rausfallen. Typische Beispiel wäre hier das A, das R, der Mittelkreis. Deswegen bleiben hier immer Stege übrig, auf denen das Ganze dann hält. Du bist jetzt kein Mediengestalter, ne? Was hast du gelernt? Genau. Ich habe gelernt, technischer Zeichner, mich dann zum Konstrukteur hochgearbeitet, nebenbei noch ein bisschen was in der Medienbranche auch mal gemacht. Okay, was hast du gemacht? Nee. Ich habe eine Weiterbildung als 3D-Visualisierer. Krass, du bist das. Genau, ich bin das. Cool. So, ich komme gleich nochmal. Wir wechseln mal gerade das Feld. Das ist ja toll. Sag mal, was ist so toll am Tobi? Was wenn ist überhaupt was toll ist. Ja. Ich hatte schon Schlimmere, sagen wir es so. Aber ist ja heute so, ich meine, mit deinen Skills könntest du ja überall arbeiten, oder? Ja gut, das Produkt macht halt Spaß, ne? Also das Interesse ist da besser als im normalen Maschinenbau, sagen wir es mal so. Ja, das sind auch ganz interessante Personen, der Saval Martin. Ist der so wie in den Videos? Nicht ganz so aufgedreht, aber ja. Ja, ist so. So, du machst was auf. Ja, ich muss noch kurz was suchen. Und zwar geht es jetzt hier darum, wir haben einen Heckträger und da muss ja auch irgendwie das Ersatzrad dran. Wir haben es verschoben, merke ich gerade. Das Coole ist, er kann ja alles wieder aufrufen, wenn er das nochmal braucht, oder? Richtig, also wir haben extra Ordner angelegt. Das werden sich dann Standardteile zum Beispiel. Also manche so, Sachen kommen eben wieder zum Glück. Jeder Kunde einen Ordner hat und alle Speziallösungen, Sonderlösungen, Konstruktionslösungen da hinterlegt werden und dass wir auch, wenn der Kunde dann sagt, er möchte an sein Fahrzeug noch einen Heckträger, können wir auf der Basis der Daten das schon soweit vorbereiten und produzieren oder produzieren lassen. Ne? Also das heißt, ich habe ja schon gesagt, wir haben eine ganz hohe Fertigungstiefe selber. Wir können Teile erstellen, wir können machen wir zum Beispiel immer selber. Zum Beispiel ein Radträger, nur jetzt mit eben SolidWorks, also in dem CAD-Programm, das versteht der Plasmasteiner natürlich nicht. Ne? SolidWorks heißt das. Genau. Ist das so Industriestandard? Ja. Ich habe jetzt mein Blechteil, mache es erstmal von, jetzt ist es 3D, es wird aber ein Kantteil, also ein Blechteil, was nachher einfach nur gekantet wird. Das heißt, ich mache erstmal ein 2D-Teil draus. Achso, es beginnt alles mit 2D.
Ja, je nachdem, ob es jetzt eine Blechkonstruktion ist oder ob es ein Rohrzuschnitt ist, je nachdem. Mhm. Aber Blechteile, wenn ich weiß, die müssen nachher über ein Plasma und auch gekantet werden, fange ich das schon als Blechteil an. Okay. Das ist wesentlich einfacher. Dann leite ich eine sogenannte DXF-Datei aus. Die schmeiße ich jetzt mal dahin, wo sie hingehört, hoffentlich. Das ist eine Maschinendatei, die praktisch maschinenlesbar ist? DXF ist, glaube ich, so auch eine Art Vektorgrafik mehr oder weniger, also einfach nur Linien. Okay. Keine Fläche, nichts. So, also Kurven praktisch. Ja, genau. Linien, Kurven ist im Prinzip reine Mathematik, oder? Ja. Vektoren halt, ne? So, das die meisten, die wissen ja nicht, was Vektoren sind. Das ist dann immer so. Das ist Vektoren, das ist, ja. Gut. Das ist auf jeden Fall eine Zeichnung, funktioniert. Linie, genau. So, das ist jetzt hier dieses Exportmenü. Dann gehe ich in mein nächstes Programm. Suche diese Datei verzweifelt. In den Untiefen des Servers. Ich habe auch keinen eigenen Server mehr. Wir machen das so wie das Fernsehen. Ne? Ist alles Google-basiert, Google Workspace. Und wir arbeiten also sehr viel auch webgestützt über browsergestützte Applikationen. Ne? Die Software jetzt hier, also die Konstruktionssoftware. Die ist auch lokal, oder? Die ist lokal, ja. So, da ist das Teil dann und dann ist es eigentlich ziemlich langweilig. Jetzt habe ich diese DXF-Datei geöffnet. Dann drücke ich hier auf diesen Output-NC-Code und ja, wähle meinen USB-Stick aus und das war es leider schon. Genau, im Großen und Ganzen vereinfacht ist es jetzt so, dass der Maschine sagt, wie sie arbeiten soll. Ne? Die fängt natürlich jetzt hier an, sticht dort ein und fährt dann den Kreis raus. Die braucht immer sogenannte Einstiche. Genau. Weil wenn sie hier einstechen würde, hätte ich hier jetzt vielleicht ein zu großes Loch und der Ausschnitt wird nicht richtig gut. Ne? Und hier sieht man es genauso. Das heißt, der sticht hier wahrscheinlich zweimal ein. Fährt nee, das ist rein und raus. Also hier fährt er, sticht in der Mitte ein, fährt an den einmal Kreis außen ran, rum und fährt wieder rein. Raus. Genau. So macht es dann die Maschine. Und das spielt jetzt aber, wahrscheinlich ist es auf dem Laser das gleiche wie auf einem Plasma. Ist es jetzt ein Schneider oder ist es eine Fräse? Nee, das ist ein Schneider. Plasmaschneider. Ist er genau der Plasmaschneider? Relativ für einen Plasmaschneider, ja. Also es ist natürlich kein Hochpräzisionslaser, aber man muss halt immer ein bisschen abwägen, ne? Brauche ich diese Präzision oder plus minus 1 Millimeter. Und das ist die Datei und das ist dann sogenannter G-Code, also Maschinencode. Das ist dann das, was die Maschine wirklich versteht. Mhm. Also jeder G-Befehl steht für irgendwas ganz Spezielles. Und die Werkzeuge, die werden normalerweise gewechselt, ja, habe ich mal gefilmt. Also gibt es so CNC-Maschinen, die Werkzeuge, das könnte auch eine CNC-Maschine sein, die das dann ausführt. Ja klar, es macht halt nur keinen Sinn, ein Blechteil zu fräsen, weil das A dauert es viel länger, B habe ich einen riesen Verschleiß und ich brauche die Genauigkeit auch nicht. Also Plasmaschneider ist da viel, viel schneller und... Das habe ich nämlich gesehen bei diese GG-Modelle, die Portalachsen bauen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie sie heißen, aber die sind irgendwo in der Schwäbischen Alb. Ja. Und die fräsen aus vollen Teilen zum Beispiel eine Handyhalterung, weil sie es einfach können. Das ist, die machen alles aus vollen Teilen, also das ist wirklich der Hammer. Und wenn man das jetzt hier drauf schickt, kann da irgendwas passieren mit dem Plasma, dass es abbricht und dann ist alles kaputt? Nee, oder? Das ist das Schöne am Plasma, also man kann eigentlich keinen Crash fahren. Ja. Weil das ist, ja, nennen wir es mal berührungslos. Also mein Plasmabrenner fährt ja überm Teil. Ist der schnell, der Plasmabrenner? Je nach Materialdicke, ja. Also umso dicker, umso langsamer. Okay, verstehe. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Wie dick werden wir denn die Platte machen drüben? Was haben wir Standard? 6, 8 im Fahrzeugbau? Das ist ein 8 mm Teil. Ich würde sagen, dann nehmen wir es auf 6 mm Teile. Dann nehmen wir es auf 8, weil wenn wir auf 10 gehen, müssten wir sonst... Mhm. So können wir es im Prozess mitfahren aus der einen Platte. Und das 8 ist schon ziemlich schwer, da wirst du schon. Es geht ja darum zu zeigen, ich habe nicht erzählt eben, was ich wollte. Ich habe gesagt, komm, wir machen mal ein German-TV-Logo. Haben wir euch auch nicht vor 5 Tagen geschickt, sondern... Nein, wir haben das jetzt live am offenen Herz, so wie wir immer arbeiten. Ne? Das sind ja auch unsere Situationen, wir arbeiten ja immer am offenen Herz. Und wir wissen am Ende auch gar nicht so genau, was uns auf uns zukommt, was der Tag so bringt. So ist es jetzt auch, jetzt machen wir mal eine schöne Platte mit dem Logo. Und nebendran läuft dann unsere Fahrzeugbauplatte, die in Zukunft ein Halter für das Ersatzrad auf dem Heckträger wird. Okay, verstehe. So, es kommt raus. Das zu designen, das machst du auch, oder? Das Bauteil. Ja, ja. Ja. Okay, das ist auch mein Job. Damals hast du auch gefeilt und so und Würfel gefeilt und so? Ich habe mal eine Ausbildung kurz angefangen, ja. Da durfte ich dann auch feilen ein bisschen. Ist das wichtig, das Werkzeug auch mal in die Hand zu nehmen oder nicht mehr so? Ja, doch, also vor allem, wenn man jetzt im Hobbybereich unterwegs ist, wo was ich auch mache, dann hat man nicht immer die Plasmaschinen, die man gerne hätte. Ne? So. In der Garage. Warte mal, dein Vorname? Du bist Josh. Josh. Ja. So, komm, wir gehen mal rüber. Der Kollege war schon fleißig.
So, die Marie hat unter anderem Fotos gemacht. Ich zeige das mal gerade. Das ist auch bei euch im Haus. Ihr könnt gut schweißen. Ja, wir haben sehr, sehr gute Fachkräfte in dem Bereich. Ja. Sag mal, das ist ein tolles Foto, was du gemacht hast. iPhone oder was hast du gemacht? Das ist ein iPhone, aber ich habe es mit unserer Kamera gemacht. Mit der da? Mhm. Boah, ist das eine tolle Kamera, eine Alpha 6600. Mhm. So, komm, wir gehen mal rüber. 3D schon. Das ist ja krass, er ist schnell. Ja, ne? Das sieht gut aus. Ne? Wahrscheinlich kriege ich gleich aus der Rechnungsabteilung die Rechnung. Ja, das geht noch nicht ganz automatisiert, das müssen wir noch händisch auslösen. Denkst du ungefähr, wie lange das dauert, das rauszuschneiden? Was denkst du? Vielleicht für die ganze Platte 2 Minuten nur. 2 Minuten? Ja, vielleicht. Echt? Wie groß ist sie denn? 30 Kantenlänge an der kurzen Kante. Kommt drauf an, wie viele Buchstaben die brauchen immer ein bisschen länger. Meinst du? Ja gut, umso länger die Linie ist, die ich schneiden muss. Ne? Wenn wir jetzt mit der 8er Platte müssen wir mal gucken, ob wir von den Buchstabengrößen her passen. Das kann sein, dass wir auf die 6er runter müssen. Ja, 6er geht ja auch. Das Gewicht wird ja schon einiges sein. Ja. Also ich werde das dann verwenden als Beschwerer für meinen Toyota. Genau, ja, hinten, dass der ein bisschen besser läuft auf der Strecke. Ne? Ach, da vorne sind jetzt die Stehgase reingemacht, dass es nicht rausfällt. Ja, genau. Und beim O-Bau haben wir es auch noch, weil derjenige, der das damals gemacht hat, das wahrscheinlich fürs Plotten gemacht hat. Mhm. Da geht es ja meistens, weil die einzelnen Buchstabenteile noch selbstklebend sind. Hier war es jetzt so, dass es ohne nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir es ein wenig ändern müssen. Mhm. Und deswegen muss das Ganze halt in sein neues Design überführen. Ist das jetzt fertig? Oder? So ist fertig. Sag mal, du klingst so ein bisschen fränkisch, kann das sein? Ja, ich komme hier aus der Ecke. Oh, woher kommst du? Aus Kreuzwertheim, also ungefähr 5 Kilometer von hier. Du trinkst ja kein Bier, oder? Doch. Wir sind hier so in einer zwiegespaltenen Region zwischen Biertrinkern und Weißweintrinkern. Also, dass wir das wissen, wir sind nämlich zwischen Würzburg und Frankfurt ungefähr, ne? Genau, ja. Also genau in der Mitte zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Und Aschaffenburg. Ja. Das ist wunderschön. Man lebt hier auch schön, muss man sagen, sogar günstig. Ich habe gesehen, ist das Schäuferla hier noch bezahlbar? Ja, im Vergleich zu München auf jeden Fall. Ja. Er lacht. Du bist auch hier aus der Gegend, oder? Aus Wertheim, also gerade über den Main drüber. Okay. Ja, über den Main drüber. Wertheim werden ja viele kennen. Das Outlet Center. Genau. Da bist du jeden Tag Gast, nehme ich an. Nein. Ja. Nee. Nein. Als Einheimischer geht man da nicht hin. Nee. Stimmt. Nur im Notfall. Stimmt. Ihr habt doch so ein Gerät hier. Das da vorne hast du selber ausgedruckt, oder? Ja, genau. Das ist. Das war quasi, es hat genervt, dass die Stifte hier immer auf dem Schreibtisch rumgeflogen sind. Da geht da mittlerweile. Musst du mal kreativ werden. Da geht mittlerweile immer mehr, muss man sagen, oder? Ja, das stimmt. Also das Ganze mit einem, wie nennt man das Ding nochmal? Ein 3D-Drucker. Ja. 3D-Drucker, genau. Wir haben einen mit hinten in so einer Kammer, da macht er nachts auch, wenn wir irgendwelche guten Ideen haben, wie Profile, haben wir da mal einen Abschnitt liegen. Wir machen zum Beispiel ja unsere Profile selber. Und die sind haltbar, oder was? Ja, die machen wir halt. Oder sind das Prototypen? Das ist zum Beispiel ein Fenstereinbauprofil, ein zukünftiges. Das extrudieren wir dann aus Aluminium. Also das heißt, und damit. Das was macht ihr? Also das wird Strang gepresst. Also das bedeutet, das ist jetzt kein Kantteil in Zukunft, sondern das ist ein Teil, das wir. Da wird eine Form hergestellt und dann wird Aluminium in diese Form gepresst. Das heißt, es gibt wie ein fertiger Aluwinkel zum Beispiel. Ach, ne? Im Prinzip negativ macht genau, ihr dann. Genau, ne? Okay. Und, wie beim Zahnarzt. Genau. Und das, damit wir uns das vorstellen können und mal ein bisschen probieren können, das ist ein Einbauprofil in Zukunft für ein Fenster zum Beispiel. Ne? Das sitzt dann auf einem. Also ist ein Test jetzt quasi. Genau, das ist ein Test. Ne? Und wenn das dann als Test überzeugt, weil oft ist ja so, die Zeichnung ist das eine, aber erstmal. Die Haptik. Genau, den haptisch zu nehmen und zu gucken. Wir haben zum Beispiel jetzt hier, in Zukunft sitzt es so drin und für spezielle Fenster wie die KCT-Fenster können wir dann in unseren Holzkabinen die KCT-Fenster dahinter einbauen, weil die benötigen einen Rand, der in der GFK-Kabine stehen bleibt. Und das können wir bei Holz nicht machen. Und insofern ist das jetzt ein Winkelprofil, was wir erstellt haben. Das Coole ist zum Beispiel da dran, das ist jetzt wieder ein bisschen ein Gimmick, wir haben hier, kommen wir aus der 90-Grad-Linie raus. Das bedeutet, wenn Wasser hier drauf läuft, haben wir immer eine Ablaufkante, weil. Also ganz leicht ist ja, das. Man sieht es, ne? Es fällt hier nach vorne ab, das Profil. Ne? Du Fuchs? Ja, ne? Und das ist jetzt, ja, das haben wir schon als Strang gepresstes Material. Da gibt es dann 6-Meter-Stangen. Die schneidet man und kann dann über Gärungsschnitte den Rahmen bauen, indem wir die Fenster dahinter setzen können. Das ist, und wir drucken das dann halt erstmal im 3D-Drucker, um zu sehen,
wie man damit arbeiten kann. Also geht nicht, gibt's nicht mittlerweile. Nee, also wir sind tatsächlich, gehören zu dem Bekloppten, dass wir die ganzen Sachen halt selber machen können. Ne? Also so, das sind jetzt so ganz kleine Halbmonde gewesen. Was haben die für eine Funktion? Ja, das ist Ein- und Ausfahren in der Platte, dass quasi, wenn du hier einen Strich hast, der auch wirklich gerade gefahren werden kann, braucht der Brenner erstmal einen kurzen Moment, bis der sauber durch die Platte schneidet. Okay. Und das zeigen die hier an. Wir haben jetzt hier ein bisschen die Probleme, dass gewisse Kurven aus der Kontur rausschneiden. Da spielt der Josch mit den Einstellungen jetzt ein bisschen rum, da ist er unser Fachmann. Das heißt, du kannst es entwickeln, der Josch schneidet es aus, er kann es aber auch entwickeln, der Josch. Der kann beides. Kann es auch entwickeln. Das heißt, du darfst mal in Urlaub fahren. Ich darf auch mal in Urlaub fahren, zumindest kurz. Kurz? du bist wie alt bist du? 32. 32. Und wann hast du angefangen mit deiner Ausbildung? Mit 17 Jahren, also mittlerweile 15 Jahre in dem Bereich, anfangs im Maschinenbau, jetzt seit gut einem Jahr hier. Wie bist du hergekommen eigentlich? Ich kenne den Betrieb schon länger, da ich auf dem Gelände immer mal wieder zu tun hatte und habe dann durch Zufall die Anzeige im Stellenportal gefunden und fand das eine coole Idee. Habe noch nachts die Bewerbung geschrieben und am nächsten Tag den Anruf bekommen. Ich soll doch mal vorbeischauen. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich nicht wahrscheinlich das Geld deswegen, oder? Sondern es gibt auch ein warmes Essen mittags und so. Ja, ich kann mich prinzipiell in keiner Richtung beschweren. Gott, das wollte ich hören. Zufrieden. Das Mobbing hält sich in Grenzen. Also wir haben hier so ein bisschen ein gepflegtes Miteinander. Wir trinken auch mal abends gerne eine Stunde ein Bier oder zwei. Ne? Oder das ist aber keine Pflicht. Mal zusammen, ist keine Pflicht. Ne? Oder okay. Wir machen mal gemeinsame Ausfahrten. Er war im März schon in Tunesien dabei zum Rallye fahren. Da sind wir ja die Phoenix Rallye dieses Jahr im März gefahren. Ja, ja. Okay. Na, Tristan war jetzt dabei, der sollte eigentlich ursprünglich im März mit, dann hat ihn Corona heimgesucht und verhindert. Ja, und jetzt war er im Oktober mit dabei. Wer weiß, vielleicht. Stadtschwierigkeiten. Wer weiß, vielleicht hätte er es nicht überlegt. Also, hast du einen C-Führerschein schon? Bin gerade dabei. Okay, also Theorie bestanden. Echt? Theorie gestern gemacht. Okay, das heißt, ich könnte dich abfragen, jetzt die Fahrzeugvorkontrolle. Nee, die kam ja noch nicht dran. Die kommt ja erst in der Praxis dran. Okay. Und die kommt wann? Vorher ist ja das Ganze, was man später nur vermindert braucht. Okay. Also, damit er dann nächste LKWs fahren kann. Ready? Yep. Gut, dann auf den Stick. Gehen wir in die Werkstatt. Ja, schieb mal einen Stick. Ja, Echtzeit. Stick ist fertig. Komm, geh mal rüber. Ist zu viel. Stimmt, das sagen alle. Irgendwie höre ich aber nicht. So, jetzt let's go in die Werkstatt. Marie kommt mit, denn sonst sagen nämlich die Leute, das wäre nicht in Echtzeit. Und das ist wirklich so, ich habe dir vorher nicht gesagt, was ich wollte. Das ist während des Videos entstanden. Das ist ungefähr so wie das tägliche Brot hier im Unternehmen. Ich weiß meistens nicht, was der Tobi von mir will vorher. Sag mal hier, das Gelände, ist das nicht sensationell hier mit den Gebäuden? Da hinten ist irgendwas mit Stahl, eine Stahl... Das ist eine der ältesten in Europa noch betriebsfähigen Schmieden, ne? Und sehr spannend. Da kommen auch ganz viele Leute mit dem Schiff her, gucken sich das an. Genau, also internationales Publikum, Amerika, Chinesen, Japaner, haben wir alle schon hier gesehen, weil es so ein Stück Kulturgut ist. Da ist eine wasserbetriebene Hammerschmiede, die noch voll funktionsfähig ist und ich glaube bis 1990, in die 90er haben die noch Kirchenglocken, die Klöppel geschmiedet. Deutlich später, also als ich habe ja die Ausbildung im Unternehmen kurz erst, seitdem das ganze Komplex gehört, gemacht. Und zu meiner Ausbildungszeit sind noch einzelne Kirchenklöppel geschmiedet worden. Da gab es auch noch Leute, die das konnten, ja. Das Handwerk. Ja? Sag mal, du warst am Bodensee und hast irgendwas dazu bereitet zu essen, kann das sein? Nee, gekocht habe ich nicht, das war unser Harald. Er hat nur die Kaltsaftschollen gebracht. Cool. Ja, aber er war dabei, ja? Stimmt. Richtig. Ja? Sag mal hier, der Maschinenpark, ist er ordentlich? Es wird langsam. Was fehlt da noch? Eine CNC? Eine Fräse? CNC ist immer gut, aber ich habe es jetzt durchgebracht vor ein paar Monaten, dass ich mal eine Drehmaschine kriege. Die ist inzwischen auch angekommen. Welche ist das? Eine etwas ältere. Okay. 70er Jahre, glaube ich, waren es. Also sie funktioniert? Sie funktioniert. Sie funktioniert. Ich sage immer meinen Jungs, pass auf, wir haben das und das Budget. Wir nehmen sie nicht im Dauereinsatz, sucht euch was raus, mit dem ihr noch gut arbeiten könnt. Ne? Also das heißt, aktives Mitgestalten am Maschinenpark. Und ja, es funktioniert aber ganz gut, das Ding. Ne? Wir haben zwar ein bisschen was abdichten müssen. Ne? Kleinigkeit. Aber es ist ja auch so, keine Dauereinrichtung, das läuft nur eine Stunde am Tag. Mhm. Ja?
Arbeitsschutz, wichtiges Thema. Wer ist hier Arbeitsschutzbeauftragter? Der Michael ist heute nicht da, unter anderem, aber auch mit der Werkstattleitung, dem Valentin. Den können wir ja auch mal begrüßen. Der hat sich extra seinen neuen Pullover angezogen. Ja, und hier steht auch schon der Willi. So, das ist der Willi. Der Willi, ja, den müssen wir uns auch mal angucken. Den werden wir uns angucken. Germany. Wir wollten jetzt zum Plasma. So, jetzt geht's zum Plasma. Man sollte nicht reingucken in den Plasma. Ist der hell? Ja. Wo? Wer? Was? Ach so, ja, bitte Sonnenbrille oder sowas. Sonnenbrille. Gut, aber Filmen, da ist so, dass wahrscheinlich die Kamera nicht kaputt geht, oder? Es ist wie ein Schweißgerät. Ich weiß nicht. Nee, das geht. Musst du wissen. Das geht. Ich habe eine zweite dabei, also. Ja, dann passt es. Für den Fall der Fälle. Da hinten wird übrigens auch geschweißt. So, das ist die. Das ist der CNC-Plasmatisch. Ich trage jetzt mal Sorge dafür, dass hier Metall drauf kommt. Und der Josh, da gehst du mal mit, der simuliert es mal an dem Achter. Was schneiden wir denn zuerst? Wir schneiden erstmal das, was wir auch wirklich brauchen, oder? Ja. Da bräuchten wir Achter. Achter heißt? 8 mm starkes Stahl. Blech. Stahlblech, ja. Ab wann ist denn Stahlblech kein Stahlblech mehr? Ich habe mal gehört, im Schiffsbau geht es bis 20 cm und ist immer noch Blech. Blech. Ja, also es kommt auf den Betrieb an. Ne? Bei uns wird es ab 20 mm kritisch. Dann reden wir nicht mehr. Dann reden wir von Platte, nicht von Blech. Was schneiden wir zuerst? Das Logo. Dann die Plattensechs haben. Oder 5er, irgendwas. Das wird schon. Ist das hier das Handlager, oder? Ja, hier ist das Plattenlager. Wir haben hier vorne Aluminium, ne, mit Teilabschnitten, und da vorne geht es in die Stahlplatten über. Das heißt, das sitzt hier an einem Galgensystem. Wir haben aber vorne auch noch Gabelsperrplatte bei eben. Die Technik ist ja so keine Dauerlauftechnik hier. Ne? Für uns geht es halt immer darum, wir haben eine Idee, wir entwickeln was, wir können sofort produzieren oder sofort einsatzfähig herstellen. Wenn du jetzt heute auf die Zulieferung angewiesen bist, dauert es halt manchmal 2, 3, 4, 5 Wochen. Ne? Wir haben auch ganze Regale voll Teile, die nur aus dem Zulieferungsbereich kommen. Ne? Und das Coole ist halt hier, dass wir so ziemlich alles machen können. Wir können Eisstrahlen, Sandstrahlen von der Technik her. Wir haben zum Beispiel hier hinten eines der Herzstücke. Das Wahnsinn, nämlich einen riesengroßen Kompressor, der 9000 Liter in der Minute Druckluft erzeugt. Ne? Das heißt, mit dem sind wir in der Lage, sogar Eis zu strahlen. Das ist eine Anlage, die ist hier reingekommen. Die hat mal 100.000 Euro gekostet. Ne? War die neue damals? Ne, ich habe die übernommen aus dem Bestand heraus. Das Gerät ist hier ungefähr 8 Jahre oder 6,5 Jahre jetzt alt. Okay, das heißt, wenn der hochgeht, dann. Der ist, ja gut, der kriegt jetzt noch ein Buddy gestellt, weil wir ein bisschen was Kleineres reinbauen, weil das Ding 90 kW hat. Ne? Ist eingestellt auf 8 Bar momentan. Und 8 Bar nur. Die Abluft von dem Kompressor, man merkt richtig den Luftzug hier, die beheizt die ganze Halle durch den Kanal. Das ist auch sinnvoll. Echt? Ja, ja. Jetzt siehst du einen Abluftkanal, wenn wir da reingehen würden, so man das Fett aufziehen kann. Hier kommt im Endeffekt die vom Kompressor erheizte warme Luft raus. Also das heißt, wir brauchen hier relativ wenig Heizenergie, wenn wir viel Druckluft brauchen. Ja? Aha. Ja? Das ist ja geil, oder? Ist sehr gut, ja. Also im Prinzip ein Blockheizkraftwerk. Ja, so in der Art. Ein Druckluft-Erzeugungs-, Wärmerückgewinnungsgerät. So, German Television sieht schon mal gut aus, ne? So schnell ging das jetzt. Weißt du, das ist das, was so ein bisschen Spaß macht. Du kannst da sogar die Geburtstagsgeschenke für deine Kumpels basteln. Ne? Und die glauben es gar nicht, dass du das mal nebenbei eben schnell auf deinem Plasmatisch gebrannt hast. Ne? So, er macht jetzt eins, damit es gut wird. Neue Düse. Genau. Düse heißt was? Da ist unten in dem Brenner, der hier wassergekühlt ist, eine Brenndüse drin. Hast du die alte mal für mich? Das ist die Stromdüse dazu. Ne? Und die beiden Düsen, wenn es jetzt besser werden sollte, die haben gewisse Standzeiten. Das ist eine verranzte Luftdüse. Jetzt, wenn du mir mal kurz erklärst, was ist Plasma? Ist das Gas oder? Ja, super heißes Gas. Also ich meine, das sieht man ja, wenn man schweißt, habe ich auch einen Lichtbogen. Also dieses Leuchten ist eben erhitztes Gas. Und hier ist dasselbe, deswegen heißt das Ding Stromdüse. Hier ist praktisch mein Pluspol. Mit Volt X und wenn der Lichtbogen übergesprungen ist, das ist dann mein Plasma. Also dieses leuchtende Stückchen. Ist das Zeug, wo die bösen Jungs die Tresore
Auch, ja. Ja. Plasmaschneider. Ja, Plasmaschneider. Da, das ist aber, wie dünn ist das ungefähr? Der Schneidstrahl jetzt, ja, oder was? Je nach Düse. Also ich habe jetzt eine 1,5 mm Düse drin. Da sagt man so, der ist 1 bis 1,5 mal größer als der Düsendurchmesser. Also du kannst mit 2 mm schneiden? Genau. Also ja, 2 bis 3. Dann nehmen wir es mal der Spalt, den ich schneide, der ist circa 2 mm breit am Ende. Und deswegen werden wir vielleicht auch gleich ein bisschen Probleme kriegen. Die Maschine hat sich gerade schon beschwert. In der Datei habe ich ja überall so scharfe Ecken. Ich gucke mal, ob ich ranzoomen kann. Ist ein bisschen schwierig. Na, Moment. Oder auch nicht. Also beispielsweise jetzt diese Viereckchen da oder die ganzen Ecken von den Buchstaben sind alles scharfe Kanten. Die kann mein Plasmaschneider nicht hundertprozentig abbilden. Einfach durch diesen Spalt, den ich eben brauche. Den kann ich nicht wegwünschen. Okay. Das sehen wir gleich. Schauen wir mal, ob das wird. So, jetzt kommt das Werkstück rein. Was wird so ungefähr wiegen, die Platte? Jetzt. Wie lange war sie? Tristan? Nee, jetzt im Moment, die da reinkommt. Ah, die? Boah. Da bin ich schlecht in sowas. Tristan, was wiegt sowas? Ein paar Kilo? Keine Ahnung. Fünfer Platte, Mittelformat, dürfte irgendwo bei. Genau. Wir können es am Rechner. In der Theorie wissen wir es. So, da ist das ein Magnet dran. Genau. Da sind Rollen nach vorne, nehme ich an, die Rollten. Genau, das sind so, wie heißen die Dinger, so kleine Lagerdinger. Hilft halt beim Draufschieben der Platte, ohne dass es meinen kompletten Tisch verkratzt. Da ist so ein Bart drunter, ein Wasserbart, oder? Genau, dass die ganzen Funken oder das glühende Material, was mir ja abbrennt, dass das halt nicht durch die Gegend fliegt und eben auch die Platte von unten angekühlt wird. Also meistens kann ich mein Werkstück direkt danach anfassen, ohne Probleme. Hast du eine Sonnenbrille auch für mich? Ich glaube nicht, also hier jetzt direkt nicht, aber wir können dann eine holen. Okay. Ich schau mal. Sag mal, das war jetzt echt spontan. Spontan und live, ne? Also jetzt gucken wir mal, ne? Kurz mal die Mannschaft noch mit beigenommen, 5 mm Platte drauf. Das ist ein Magnet zum Verheben. Wir haben Klammern und Magneten, mit denen wir das Material aufnehmen können. Und jetzt riecht man es auf dem Tisch aus. Ah, die wiegt schon ein bisschen was, oder? Ja, die wiegt schon. Wiegt genau auf runter, oder? Ja. Vorsicht, deine Hand. Dass wir sie nicht schieben können. So. Ist der Magnet, wie geht der los eigentlich? Da ist quasi eine Mechanik innen drin, die als Schutzleiter funktioniert. Die mit dem Hebel daneben. Über den Hebel kriegst du den quasi aus dem Eingriff, sodass wir den Magneten auch wieder wegbekommen, wenn die Platte da liegt. Was nichts daran ändert, dass das Teil doch einiges wiegt. Ach, da war ein Rohr. Okay. Ja. Jetzt besser. Jetzt liegt es quasi direkt über dem Wasserbad, damit wir da eben möglichst wenig Spritzer noch außen rum haben, so wie das Josch ja schon erklärt hat. Ist es lange heiß danach? Schon einen Moment. Wir können dann meistens so ein bisschen mit dem Wasser abkühlen bei den kleinen Teilen. Die größeren müssen wir halt einen Moment irgendwo in die Ecke legen. Und jetzt die Nachbearbeitung, was wäre normal jetzt? Normalerweise wäre es dann so, dass man die Kanten nochmal mit der Schleifmaschine oder das Grobe erstmal mit dem Hammer abschlägt und dann die Kanten nochmal mit der Schleifmaschine einfach verarbeitet, dass man da keine Restbestände hat. Ach, du bist ein Engel. Die Luxusversion von Berner, wenn er mal gerade so lieb ist. Wir können auch tauschen, ich nehme die andere. Okay. So, ich krieg eine Schutzbrille an. So sehe ich aus, Jungs. Das wird schon hell, oder? Man sollte nicht so lange reingucken. Da musste mal mein Chef fragen, der hat es letztens gemacht. Ja, hat er erzählt. So, da ist der Plasmaschneider. Ich habe die Brille an. Jetzt kann quasi nichts mehr passieren. Im Prinzip der Beginn, den kannst du festlegen. Du fährst es dann drüber da. Genau, ich lege jetzt erstmal meinen Startpunkt fest. In dem Fall unten links. Ganz überall hinlegen, wo ich will.
je nachdem, wo, wie halt meine Platte aussieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel da vorne schneiden würde, wo schon Teile fehlen, würde ich meinen Punkt nach oben rechts oder sowas legen. Halt den Verschnitt ein bisschen minimieren. Also ich schätze mal, hier die Brille hat einen Lichtschutzfaktor 10.000. Ich kann gerade noch so durchgucken. Das reicht auch. So, und das Gas, das wird jetzt gezündet oder wie funktioniert das? Ich mache jetzt erstmal das Ding an, fällt mir gerade auf. Ich habe die Kühleinheit noch aus. Das muss ich jetzt gucken. Okay. So, Kühleinheit ist an. Schon spannend, oder? Wenn man das ja, so es ist, für uns ist es täglich Brot. Also langweilig? Ja, langweilig nicht. Es ist immer mal noch interessant, aber es ist halt immer wieder... Es riecht so ein bisschen nach Silvester, oder? Ja. Verbrennende Späne. Silvester ist auch nichts anderes. Ich hab sowas noch nie gesehen. Okay, ja, wie gesagt, bei uns ist es täglich Brot, kommt immer wieder vor. Deswegen ist es irgendwann auch nicht mehr so spektakulär wie am Anfang. Aber es war auch mal ganz anders. Die Fertigungsprozesse sind sowas, wo man jetzt nicht unbedingt jedem Maschinenbauunternehmen hätte. Was ich cool finde, ist die Kreativität. Das heißt also, du entwickelst viele Dinge auch komplett selbst. Ne? Ja, genau. Also ich habe hier relativ freie Hand. Es ist oft so, dass der Tobi einfach mit Ideen reinkommt. Und wir die dann mit freier Hand umsetzen können und uns einbringen können. Und der Laser wird auch so spritzen? Der Laser spritzt deutlich weniger. Also beim Laser ist ja die Schneidart eine andere, dadurch ist der Spratzen deutlich weniger. Ist das sehr scharfkantig? Ja, die Kanten sind scharfkantig, verlaufen auch ein bisschen und ich sag mal, die Schlacke, die dann oben dran hängt, tut dann ihr Restliches dazu. Deswegen geht man ja hin und tut es dann abklopfen bzw. nachschleifen, die Kanten. Sieht gut aus. Oder? Ja, wird gut. Ja. Wird gut. Dauert halt ein bisschen länger als 3 Minuten. Vielleicht sind es 7 oder 8. Sehr sauber. Man sieht ja. Das A. Einstieg. Also ich finde halt an den Sachen echt immer so cool, dass es genauso wie wir das jetzt gemacht haben, dann wird. Und du kannst sofort damit was anfangen. Das ist halt. Es gibt auch bei uns in der Entwicklung eine hohe Geschwindigkeit, Sachen irgendwo zu gestalten, manchmal auch zu verwerfen, wenn es einfach die falsche Idee war.
glaube, das ist auch ein Riesenvorteil für die Mitarbeiter, dass sie direkt die Ergebnisse sehen können. Ne? Ja klar, die haben auch Spaß dann dabei, ne? Weil also sofort was entsteht. Ne? So, jetzt sind wir schon beim N. Das heißt, jetzt fährt er auf das N unten, er macht es auch intelligent. Er fährt keine unsinnigen Wege. Das hat China. Ja, also ich hab das Ding bauen lassen vor 2,5 Jahren. Das ist genau in einen Container gegangen. Maximal ausgeschöpftes 20 Fuß Containermarkt. Und hat, glaube ich, gekostet knapp $40,000 oder sowas. Die ganze Anlage oder 45.000. Heute, denke ich, kostet die Hälfte mehr. War gerade noch zur richtigen Zeit. Ja, und der Container teurer, oder? Ja, der Container hat damals schon 5.000 gekostet. Der kostet jetzt 8 oder 9 mindestens. So, jetzt sind wir an I. Das geht auch schon relativ schnell. Ja? Jetzt kommt er zum S. Du siehst immer genau, was er macht. Und zum Schluss fährt er noch die Linie, dann sind wir fertig. Und dann muss er einmal außen rumfahren. Schon sehr laut. Ja. Akustik ist es, aber es dampft wenig. Deswegen muss das Becken immer voll mit Wasser sein. Sonst haben wir ja sehr hohe Rauchentwicklungen hier. Sehr gut. Und das Gas, wo kommt das her? Das Gas ist kein Gas, es ist Druckluft. Also die Druckluft kommt aus dem Kompressor, den ich dir vorhin gezeigt habe. Ne? Weil es ein Luftstrahl ist, der dadurch schießt. So. Das heißt, nur Luft. Nur Luft, kein Gas. Und warum wird die so heiß? Na ja, gut, durch den Lichtbogen wird die halt heiß. Da wird ja wahnsinnig viel Energie freigesetzt. Ne? Jetzt eigentlich ganz genau für 91 Ampere Stunden bei was von der Spannung? Was denkst du, was da für eine Spannung anliegt? Siehst du da oben an der roten Nummer, die da leuchtet? 20 Volt mal 90 Ampere sind dann wie viel? 2 kW an Heizleistung. Etwa. Auf so einen kleinen Punkt. Ja. So, jetzt sind wir beim T. Dann müsst ihr eigentlich nur noch den unteren Strich machen. Den macht er jetzt hier und dann fährt er einmal außen rum. Ne? Ausgeschnitten, dann ist fertig. Lange gerade.
Coaching. Das ist ja unglaublich. German Television Live. Kann geradet werden, ne? Muss dann geradet werden. Okay, das heißt, die Schlacke kommt nur unten raus dann. Ja, die Schlacke ist der Überriss. Es kommt auch darauf an, wie gut das Plasmagerät eingestellt ist. Es war jetzt ein relativ schneller Cut. Da haben wir den jetzt nicht gut eingestellt gehabt. Also es wäre besser, wenn die Schlacke-Reste überall hier nicht vorhanden wären. Ja, also das ganze Seelenhammer weghauen. Also es ging jetzt um die Geschwindigkeit, korrekt? Oder? Genau. Also das ist ein bisschen Hexenwerk, weil alles miteinander wechselwirkt. Also fahre ich schneller, fahre ich mehr Strom, Düsendurchmesser. Warte mal, ich halte es mal gerade auf Weitwinkel, dass wir es mal sehen. So, du bist ja? Ich bin der Valentin. Hallo Valentin, was ist deine Aufgabe hier? Was machst du? Ich leite die Werkstatt. Du leitest die Werkstatt? Ja, das ist hier mein Sauladen. Wie alt bist du? Ich bin 26. Ja, junger Mann, ne? Voran, oder? Wir schnell, bist du besser. Ist das nicht geil, die Werkstatt? Ja, ne? Ja, der hat schon einige Möglichkeiten auf jeden Fall. So, was ist jetzt zu tun mit den Dingen? Was würdest du jetzt machen? Ich würde es als nächstes zu den Schlossern geben, entgraten lassen. Und dann beschichten, würde ich das mal als Fachbegriff nennen. Lackieren, Pulver beschichten, folieren. Wir lassen es roh. Genau, lassen es roh, schleifen es an. Ich geb's weiter, dann Ist Abteilung. Ist das cool. Danke. Vielen Dank euch beiden erstmal. Du hast viele Fotos gemacht? Ich habe 1 Million Bilder von euch gemacht. Es sind richtig coole dabei. Du bist die? Marie. Marketing. So, das Ganze wollen wir verlosen und zwar am 25.12.2022 könnt ihr das gewinnen. Und zwar müsst ihr einschalten ab 12 Uhr live. Dieses Logo gibt es zu gewinnen. Wert ungefähr, was hat das, ein paar hundert Euro? Wenn man das jetzt, gut, wie lange haben wir gebraucht? 2 Stunden, ein bisschen Material, 200 Euro zum Beispiel. Ungefähr 200 Euro, okay. Mit Konstruktion natürlich, ne? Entwicklung, Ausleiten einer Datei. Wir haben das ja jetzt alles während des ganzen Prozesses hier live gemacht. Wir lassen es hier jetzt ein bisschen schleifen, ein bisschen hübsch machen, dann kriegt es einen gleichmäßigen Schliff und dann kriegen wir das gebracht. So, ich brauche irgendwo ein Logo von dir. Hast du irgendwo ein Logo? Vorbild 24? Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Da vorne ist ein Fahrzeug, da haben wir es eben auch abgefilmt. Ja, das soll ich mal zeigen. Wir sind nämlich in Hasloch. Hier gibt es auch den Rücken meines Mitarbeiters, Tristan. Tristan ist total geil geworden. Ja, hoffe ich doch. So soll es doch sein. Wenn ich mal gerade umdrehst, mach mal. Dich selber umdrehst. Wie, ja, genau. Umdrehen. Dahin, genau. Da ist es. Vorbild 24. So, Vorbild 24 und das Ganze findet ihr unter vorbild24.de. Genau. Eine Spezialwerkstatt für Männerträume, Frauenträume, die gerne unterwegs sein möchten und mit Kabinen durch die Welt fahren. Das ist eigentlich so kann man zusammenfassen. So kann man es zusammenfassen. Den Traum, den Lebenstraum des Reisens zu erfüllen. In der Werkstatt hier in Hasloch im Spessart. Ja. Danke euch allen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.